Hallo, Hokies. Seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zu einem Infovideo. Ja, es gibt mal wieder ein Infovideo. Schon lange her, dass ich das letzte gemacht habe. Ich weiß gar nicht, muss Jahre her gewesen sein, dass ich ein Infovideo rausgehauen habe. Aber ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass ich in letzter Zeit selten bis gar nicht mehr auf YouTube streame, sondern auf Twitch streame und die Streams nachträglich hochlade. Was oft natürlich so ein bisschen das Problem hat, das sind dann dicke, fette Videos von manchmal 8 bis 10 Stunden. Guckt sich wahrscheinlich kein Schwein an. Ich dachte mir, ich kläre euch einfach mal auf, was der Hintergrund ist, warum ich momentan mehr auf Twitch streame und was ich auch so in der Zukunft plane. Warum ich oft Twitch streame, hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar bemerkte ich in den letzten 9 Monaten, dass meine Zuschauerinnenzahl auf YouTube drastisch gesunken ist. Ich hatte so seit Anfang des Jahres, und da war es auch ganz egal, was ich gespielt habe, selbst wenn es ein neu erschienenes Spiel ist wie Hogwarts Legacy, ich hatte in der Regel zwischen 5 und 10 Zuschauerinnen im Chat, und von diesen 5 bis 10 Zuschauerinnen haben in der Regel 4 bis 7 gar nichts mehr geschrieben, also der Chat war extrem ruhig. Jetzt vielleicht zum Hintergrund: Für mich war Streamen nie irgendetwas, womit ich Geld verdiene, sondern ich hatte einfach Lust auf die Community und auf den Austausch. Und mit euch einfach ein gemeinsames Hobby zu feiern. Das hat in den letzten Monaten nicht mehr stattgefunden. Wenn die Leute im Chat saßen, dann haben sie gelurkt, finde ich ja auch in Ordnung, aber wenn ich halt so gegen eine schweigende Mauer streame, macht mir das offen gestanden keinen Spaß. Und so habe ich mir überlegt, was kann ich machen, habe mir gedacht, naja, ich könnte ja versuchen, weil auf YouTube auch kaum noch neue Zuschauerinnen kamen, was zum Teil an einem Anzeigefehler von YouTube lag und dass YouTube auch relativ wenig unglücklicherweise für seine Streamerinnen macht, habe ich mir gedacht, okay, gucken wir doch einfach mal auf Twitch, ob ich da vielleicht was reißen kann. Hab dann also auf Twitch gestreamt, und tatsächlich ist es so, obwohl ich auf Twitch 170 Follower habe oder so, ist es tatsächlich so, dass es deutlich mehr Zuschauerinnen gibt und dass der Chat auch deutlich aktiver ist. Ich konnte so den einen oder anderen neuen Zuschauer bzw. Zuschauerin gewinnen, und die Twitch-Streams sind einfach lebhaft. Dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn dem so ist, genial, streame ich halt auf beiden Plattformen, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch, ist ja möglich. Um den Leuten, die aus irgendwelchen Gründen mit Twitch Probleme haben, ihr habt mir das ja berichtet, dass ihr Twitch nicht mögt, dass ihr es toxisch findet oder aber dass ihr aus irgendwelchen Gründen euch nicht anmelden könnt, habe ich mir gedacht, naja, okay, supi, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, einfach auch auf YouTube zu gucken, streame ich auf beiden Plattformen parallel. Habe ich dann gemacht, habe also auf YouTube und auf Twitch gestreamt. Das hatte dann allerdings folgendes Problem, dass alle, die mich auch auf YouTube abonniert haben, und das sind natürlich mehr als die, die mich auf Twitch abonniert haben, dass die dann alle im YouTube-Stream saßen und auf Twitch kaum jemand kam. Und das Problem an der Geschichte ist, wenn auf Twitch in einem Stream keine Leute sitzen, kommen auch keine neuen dazu. Und dadurch, dass alle in YouTube saßen und nur zwei, bestenfalls drei im Twitch-Stream, war es dann tatsächlich so, ja, dass der Twitch-Stream leer blieb und auf YouTube trotzdem nicht mehr viel mehr Zuschauerinnen waren. Leider. Zudem ist das Problem bei dem Parallelstreamen, dass ich ja die Chats irgendwie vereinigen muss. Das habe ich gemacht mit der Chatbox oben auf dem Spiel, an der Oberfläche vom Spiel, damit die Leute, die auf Twitch sind, sehen können, was die YouTuber schreiben, und dass die auf YouTube zugucken, sehen können, was auf Twitch geschrieben wird. Das hat aber kaum stattgefunden, und vor allen Dingen, ich finde es extrem störend, dass dann so ein großer Bereich vom Spiel verdeckt wird aufgrund dieser Chatbox. Tja, nu, was machen? Guter Rat ist teuer. Ich habe mich dann entschlossen, vorerst weiterhin nur auf Twitch zu streamen. Und es tut mir wirklich schrecklich leid, ganz schrecklich leid, für all jene, die aus irgendwelchen Gründen nicht auf Twitch gucken können oder wollen. Vielleicht zur Info: Wenn ihr euch nicht anmelden wollt oder könnt, zuschauen könnt ihr jederzeit. Ihr könnt dann halt bloß nicht chatten.
Aber zugucken könnt ihr. Und ich veröffentliche ja auch immer, wenn ich streame. Also dann könnt ihr auch ohne Account zugucken, falls ihr das wollt. Chatten geht halt nicht. Aber vorerst werde ich auf Twitch weiter streamen. Wie gesagt, ich streame, um mich mit euch auszutauschen. Und natürlich Zuschauerinnen zu erreichen. Wenn niemand zuguckt, kann ich es auch für meine Festplatte machen. Oder ganz lassen. Und deswegen, weil auf Twitch mehr los ist, bis auf Weiteres auf Twitch. Ich werde es dann zwischendrin mal überprüfen. Vielleicht lege ich die Streams dann wieder zusammen. Oder aber streame mal ein Spiel auf YouTube, ein Spiel auf Twitch. Müssen wir gucken. Aber eins ist klar, die laufenden Streams, also Baldur's Gate 3 und Nier Replicant, wird Twitch-exklusiv sein. Danach kommt im November, das kann ich dann auch gleich ankündigen, im November kommt ein Spiel, auf das ich mich schon seit sehr, sehr langer Zeit freue. Das ist von den Machern von Strange Life, also Dagnat heißen die, glaube ich. Und es heißt Banisher's Ghost of New Eden. Das erscheint im November. Ich habe es auch schon vorbestellt, mal wieder vorbestellt. Ich hoffe, dass die PC-Umsetzung auch sauber ist und nicht allzu viel mit Bugs behaftet ist. Das wird im November laufen und da bin ich zum Beispiel noch am Überlegen, auf welcher Plattform ich streame. Twitch oder YouTube. Da muss ich noch gucken und das Ganze auch so ein bisschen beobachten. Also Leute, in den kommenden Wochen wird Twitch only gestreamt. Wenn ihr einen Twitch-Kanal habt und dabei sein wollt, dann folgt mir einfach auf Twitch. Wenn ihr keinen habt und zugucken wollt, könnt ihr das auch ohne. Und ansonsten müsst ihr es halt auf YouTube nachträglich angucken, wenn ihr das wollt. Und dann würfeln wir im November neu. Ich bin ja in letzter Zeit mit Würfeln sehr versiert durch Baldur's Gate 3. Und im November mit Banisher's Ghost of New Eden würfeln wir das neu. Das war's eigentlich schon, ihr Lieben. Mehr wollte ich euch erstmal gar nicht berichten. Gibt's noch irgendetwas, was dazu zu sagen ist? Nein, ich fasse nochmal zusammen. Ich will natürlich Zuschauerinnen haben, ich will einen lebhaften Chat. Auf YouTube fand das die letzten Monate nicht mehr statt, egal was ich gestreamt habe. Deswegen auf Twitch, wo einfach bei deutlich geringerer Abonnentenzahl bzw. Followerzahl einfach mehr los ist. Und deswegen, wie gesagt, erstmal Twitch und im November würfeln wir neu. Und jetzt, ihr Lieben, entlasse ich euch in den Tag oder in den Abend oder ins Wochenende, wann immer ihr das anschaut. Wünsche euch nur das Beste und hoffe, dass wir uns vielleicht auch auf Twitch treffen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.